willkommen zu einer weiteren Folge von Portal Knights Staffel 3. Es begrüßt euch Milena. Hallo. Und Jamie. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, genau. Wir machen direkt weiter und zwar die Werkbank reparieren. Hast du schon Holz? Ja, ich habe das schon getan. Okay, perfekt. Also er will jetzt erstmal was anderes. Ich glaube, wir schalten gleich das Tutorial doch lieber wieder aus, weil irgendwie das ist ein bisschen nervig. Ich habe aber ehrlich gesagt noch gar nichts. Ne? Also er möchte jetzt, dass wir die Portalsteine herstellen. Kann ich noch gar nichts? Jo. Denn wir haben irgendwie noch keine Fragmente eingesammelt. Kannst du dich zufällig daran erinnern, ob wir schon mit der guten Janine gesprochen haben? Ja, hast du am Ende der letzten Folge. Und ich habe übrigens schon 2 Portalfragmente. Okay. Also, wir müssen jetzt aktuell Stein abkloppen. Okay. Das mache ich mal eben. Denn ich möchte als allererstes eine Steinspitzhacke. Alles andere ist tierisch nervig. Jetzt hier die ganze Zeit mit dem Bogen das Holz zu farmen oder die Steine. Mhm. Oh, da gibt es auch Portalfragmente. Wie praktisch. Irgendwie ist das Tutorial a little bit nervisch. Mhm. Wenn ich das mal so sagen darf. So, die Steinspitzhacke kann ich doch jetzt aber auch ohne. Kann ich die jetzt wirklich nur auf der Werkbank herstellen? Nein, nur im Inventar. Du musst N drücken. Und dann bei diesem Spitzhackenzeichen. Ja, da bin ich ja gerade, aber ich habe entweder zu wenig Material. Oh, wo ist mein Holz? Das hast du eingesammelt! Ich wundere mich gerade schon. Habe ich doch hier gerade schon was abgebaut. Hallo? Echt, kann ja wohl nicht wahr sein. Hier, ich gebe es dir wieder. Nee, brauche ich nicht. Dankeschön. Oh, hey, hast du auch etwa meinen Stein eingesammelt? Ich krieg die Tür manchmal nicht zu. Manchmal? Halt dich bloß fern von mir, du. Ey, okay, dann kannst du dir das ja auf jeden Fall schon mal herstellen. Ja, ich merke schon. Ich merke schon, irgendjemand fliegt hier gleich aus dem Game. Und ich bin es nicht. So. Oh, das ist nett. Vielen Dank. Danke, danke. Danke, danke. Hast du bis gerade noch so eben am Hausarrest vorbeigeschraubt? Alleine schon deine Lache, ey. Kannst du die mal bitte irgendwo, kannst du die mal irgendwo in eine Schublade packen? Nö, ich habe also nämlich keine Schublade. Ja, alles klar. So, hölzerne Steinspitzhacke. Am Start, am Stissel. Oh, sag mal, was blinkst du wie bekloppt hier? Was? Ich muss das gleich mal ausschalten. Ein Fragment haben wir schon mal hergestellt. Okay, also ein Fragment. Was will denn noch von mir? Wir brauchen hier, sag mir noch mal, für das allererste Portal brauchte man 4. Ja. Aber ich will jetzt noch mal schnell was anderes machen, denn ich bin mir fast 100%ig sicher, es ist wieder toll, Jamie, wie gut wir hier zusammenarbeiten und dass nicht nur einer die Arbeit macht. Ne, ja. Es ist wirklich ein Träumchen. Ein Träumchen genauso, wie es ein Däumchen ist. Wärst du wenigstens so freundlich und würdest... Nein. Alles klar. Und würdest bitte die Baumwolle abbauen? Weiß nicht. So, denn ich will jetzt wenigstens hier eine Rüstung mir zusammenzimmern. So, was fehlt mir denn jetzt noch? Tim, die Arme. Und ich glaube, ich habe sogar noch was übrig. Das heißt, du kannst direkt auch gleich loslegen. Mhm. Es ist zwar nicht viel, was ich übrig habe, aber warte, ich schmeiß dir das kurz raus. Jo. Vielleicht kriegst du ja auch schon mal so 1-2 Teile zusammen. So, und dann rüste ich mich mal aus. Rüste ich meine Rüstung mal aus. Ja. Und sehe bestimmt total bekloppt aus. Zeig mal her. Hast du mir das jetzt schon gegeben, was du hattest? Ich hab's rausgeschmissen. Ach so. Okay, ja. Kappe schalten wir natürlich aus. Sieht total ungesund aus. Ja, und dann brauchen wir jetzt unbedingt Gegner, denn sonst kommen wir hier nicht weg. Denn wir brauchen diese Portal... Steinfragmente.
um durch das Portal zu kommen. Außerdem wollen wir auch noch in den Turm. Irgendwie dauert das hier gerade alles ein bisschen länger als in den letzten Folgen, ne? Ich glaube, wir haben zu viel Quatsch gemacht hier. Mhm. Und da hinten steht auch noch jemand, irgendeine Quest. Mir fehlt jetzt genau ein einziges Mal Baumwolle für ein weiteres Mal Baumwollstoff. Okay, das ist aber kein Problem, denn wir müssen ja eh hier rumrennen, du barfüßiger, alter, grauer Mann. Oh, warte mal. Muss ich mal kurz anlegen, die Rüstung. Okay, dann warte mal kurz, ich muss die Chart checken. Die Chart checken? Ups. Guti, also ich würde mal eben sagen, hier finden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Baumwolle. Dann lass uns mal hier hoch. Oh, guck mal, hier ist sogar tatsächlich Baumwolle. Okay. Auf dem Weg kannst du dir das hier abgrasen und ich check mal eben die Quest ab. Wer steht denn hier heimlich in der Ecke? Ah, die von der Mine, Elise. Cool, die quatsche ich mal eben an und dann stürmen wir die Mine, würde ich sagen. Jo. Oh, jetzt habe ich sie weggeklickt. Oh. Ich will irgendwas wegen Bergbau lernen oder so, wollte sie sagen. Alles der Reihe nach. Als erstes musst du dir eine Steinspitzhacke herstellen. Das haben wir schon getan. Genau. Dazu musst du ein wenig Holz von den Bäumen sammeln und ein paar Steinblöcke. Danach ist es ganz einfach. Schlag mit der Steinspitzhacke einfach auf alles aus Stein oder Metall ein, um Steinblöcke oder Erze zu sammeln. Das ist so ungefähr alles, was ich in der Bergbauschule gelernt habe. Okay. Die könnten wir jetzt auch mitnehmen, aber das brauchen wir ja nicht. La 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 la. Okay, aber Steinspitzhacke haben wir ja schon am Stissel. Na, guck mich mal kurz an. Wie sehe ich aus so? Moment, Moment. Sehe ich schick aus? Moment, Moment. Ja, wie so ein alter, weißhaariger Mann halt, ne? Mit Kappe jetzt. Ja. Sieht aber cool aus. Mhm, finde ich auch. Aber das ist hier ja so, wir werden die Sachen gar nicht lange anhaben. Mhm. Denn ich glaube direkt schon ab Stufe 5 oder was weiß ich. Ja. Ist dann schon die nächste angesagt. Also die nächste Rüstung meine ich. Mhm. Das hier ist jetzt wirklich nur die Anfängerrüstung. Man muss sich dann, was war das hier nochmal? Die Waldläuferwerkbank herstellen, ne? Ja, Waldläuferstation. Genau, die Waldläuferstation und dann. Also wir haben hier ja auch schon fertige bebaute Welten. Da werden wir auf jeden Fall auch immer wieder hinreisen, damit wir uns einfach eben diese Werkbänke nicht nochmal und nochmal wieder herstellen müssen. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Turm. Ich möchte den ersten Gegner besiegen hier bei Portal Knights. Also den ersten richtigen, nicht diese Schleimis hier. Mm. Also, die wobei Schleime sind kein Gegner, außer vielleicht die Orangen. Die können wir erledigen, das sind richtige Gegner. Mhm. Und ich visiere natürlich den Grünen an, ja, warum auch nicht? Ich habe an Visieren ausgestellt. Ja, ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, mich nervt's manchmal. Okay. Dein Bildschirm, deine Maus, deine Tastatur. Wie viele Portalsteine hast du? Wir gehen jetzt erstmal zu Cyril. Ich habe jetzt 4. Aber warte auch mal. 4. Portal Steine habe ich schon ein und dann 4, also es müsste auf jeden Fall reichen, aber wir wollen ja auf jeden Fall sowieso runter. Ich habe ja schon 4 Steine. Ach so, cool. Sind keine Fragmente mehr, habe ich okay. Schon umgewandelt. Ich würde nicht in den Keller des Turmes gehen, wenn ich du wäre. Nicht mal für den Schatz, der dort unten wartet. Ups. Ich und mein großes Mundwerk. Alles klar, das ist ja lustig. Toranzes, Kolovan, Zampinde, Lachasnina. Bist du wahnsinnig? Den Turm zu bewachen ist Teil meiner Pflicht. Und selbst ich gehe da nicht mehr runter. Okay, also, du warst eigentlich schon raus, als du Schatz gesagt hast. Weil selbstverständlich holen wir uns den Schatz. So, hinunter mit Gebrüll. oder im Fall. Kann man machen. So oder so. Oh, du brennst. Ja, ich lass mich grillen. Okay, also, die Tür öffnet sich. Rüste deinen Bogen aus. Oh, der hat sowas von keine Chance. Oh, rollen, rollen. Wie ging das noch? Oh, rollen, nicht schlagen lassen. Nein, 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 nein. Oh, der war gut. Ja. Yay. Ja. Also, mit 2 Bogenschützen am Start hat er natürlich sowas von überhaupt gar keine Chance. Der Gute. Ich habe schon mal eine Treppe gebaut, damit wir wieder hoch können. Ja, sehr cool.
Wie schön, dass hier jetzt der ganze Baumwollstoff drin ist. Das sollten wir uns vielleicht für Part 4 mal merken. Ja. Dann gehen wir nämlich erst in den Turm. Ja. Hey, hast du etwa das Mäuschen gemobbt? Nein. Dann zeige ich es uns wenigstens einmal. Also hier unten war ein Käfig und da ist unser erstes Haustier und zwar diese kleine Ratte. Ist es jetzt eine Ratte oder eine Maus? Ratte. Also da ist diese Ratte und die kann man dann ausrüsten und die folgt einem dann. In dem ganzen Spiel gibt es hier natürlich noch tausend andere wundervolle Sachen. So, müssen wir jetzt eigentlich noch mit dem reden? Nö. Dann schmeißen wir mal die Steine raus, dann können wir direkt abdampfen. Ich kann es auch gerne selber vollenden, das Portal. Oh, bitte, vollende es. Ja, ich bin nur runtergefallen. Okay. La la la. So ein paar 50 Stunden später. Mhm. Noch habe ich ein bisschen Geduld. Ja. So, wir verabschieden uns aus dieser Welt und reisen zur staubigen Kreuzung. Was ist das? Nee, wer ist das? Rette mich, ein Geist. Ein Geist. Okay, aber wir werden das nicht in dieser Folge erfahren. Das sieht hier alles auch irgendwie ein bisschen anders aus. Aber egal. Wir werden es nämlich erst in der nächsten Folge erfahren, denn wir werden uns jetzt hier erstmal von euch verabschieden. Hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt uns gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten, ein Däumchen wäre ein Träumchen und tschö mit dir. Tschüss.